Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Stuttgart. Mein Name ist Kai-Uwe Stahl und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar Self-Service versus Reporting. Was zeichnet Reporting-Impulse aus? So letztendlich drei Säulen. Einmal der Consulting-Bereich, also dass wir mit unseren Kunden gemeinsam in die Projekte gehen zu den Themen Information Design, Dashboarding, Visual Analytics und da mit den entsprechenden Konzepten und Workshops die Mitarbeiter enablen, dass sie diese Themenbereiche mit ihrem Business-Know-how, ihre Kompetenzen aus dem Business verbinden können. Das Gleiche kann man natürlich auch im Rahmen der Academy machen. Da ist es aber nicht so sehr das klassische Projektthema, sondern dass man sich für die einzelnen Aspekte einfach mal Input holen, Impulse geben lassen möchte. Und letztlich noch das Thema Change. Also, was bedarf es, damit wirklich ein Projekt erfolgreich wird? Welche Maßnahmen sind da notwendig? Wie kann man da mit schnellen Prototypen einiges erreichen? Aber was sind auch gewisse Marketingmaßnahmen? Tu Gutes und rede auch darüber. Also das natürlich auch innerhalb der Projekte extrem entscheidend. Jetzt nochmal zu hinterlegen, nicht nur, sage ich mal, unser Bauchgefühl, dass dieses Thema extrem wichtig ist und weiterhin auch ein Trendthema. Da habe ich jetzt uns mal hier einige Screenshots von der BI-Survey gemacht. Da sehen Sie jetzt auch nochmal die Seite von BARC, wie Sie das dann hier eben vorstellen. Und da sehen wir, dass es jetzt gar nicht so sehr spezifisch auf die Größe des Unternehmens ist, sondern wenn wir hier sehen, von 1 bis 10, also von 7,0 bis 7,4, wird es als durchaus wichtig und sehr wichtig eben gesehen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dass da auch die entsprechenden Mehrwerte für das Unternehmen realisiert werden können. Natürlich ein Stück weit vielleicht noch besser in größeren Unternehmen, aber tendenziell ist doch der Trend da. Es ist für alle Unternehmensgrößen von einer besonderen Wichtigkeit. Die letzte Ebene ist dann der Business Analyst. Wir sehen, die Zahlen werden immer kleiner, nur noch 5%, beziehungsweise ist das natürlich dann auch wieder die Frage, wie es definiert wird. Letztendlich diese drei Kategorien, die wir da gebildet haben, ist dann eben der hochausgebildete BI-Experte, der sich das letztendlich komplett frei aus zusammenstellen kann, vielleicht das eine oder andere auch schon selbst modelliert hat, irgendwo auch noch Berechnungen angestellt hat. Die ganzen anderen interaktiven Elemente, die für das Dashboarding entscheidend sind. Solche Sachen definieren wir dann im Rahmen unserer Dashboarding-Konzepte. Heute habe ich mal einen näheren Blick auf das Monitoring-Dashboard gelegt, weil es letztendlich eine schöne geführte Variante, wo sich ein Standard-User im Self-Service BI eigentlich sehr, sehr gut zurechtfinden kann. Dieser Aufbau, den haben wir standardisiert für alle Monitoring-Dashboards. Wir starten da immer mit einem solchen Ebenenkonzept, wo wir gewisse Ebenen und Subebenen definieren. Hier auf unserer Landingpage starten wir dann eben mit maximal. Wenn wir jetzt hier sagen, wir gehen in das Country 5 rein, weil es negativ ist und auch einen sehr, sehr hohen Anteil hat, klicken wir da entsprechend rein, sind dann auf dieser Vierteilung, die wir kennen, wo wir dann eben die Kategorien, die Subkategorien, Top 10, aber auch die einzelnen Staaten sowie die zeitliche Ansicht präsentieren wollen, jeweils mit den Abweichungen Delta Budget und Delta Budget zu Prozent. Hier haben wir dann auch schon gewisse erste visuelle Filterfunktionalitäten. Also, wie wir jetzt hier sehen, ist der Tooltip dann etwas visueller, aber auch komplexer, wie man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewöhnt ist. Man kann hier dann entsprechend auch eine Filterung einnehmen, klickt auf diesen Ausreißer, der jetzt sehr negativ ist und sieht dann ganz so klar, okay, in welchen Subcategories Profit Turnover macht sich das bemerkbar, wenn ich dann eben noch andere, die und wir können das dann auch nochmal mit den Small Multiples oben rechts kombinieren. Das heißt, wir klicken dann rein und sehen, wie sich es entsprechend anpasst über die einzelnen Quartale, beziehungsweise sehen dann hier gehighlighted in Quartal 2 hat es diesen Ausschlag gegeben. Oder wir können auch mehrere Bereiche dann natürlich auch. So haben wir jetzt einfach auch nochmal mehr geografische Informationen in dieser Karte. Wir haben dann eine Dimension, die wir uns vorher da zusammengebastelt haben, ziehen die jetzt vielleicht einfach mal auf die Bereich der Farben, sodass wir jetzt sehen, alles klar, wir haben da gewisse Revenue-Klassen, gut, bad und okay. Die kann man dann sich von den Farben vielleicht nochmal einstellen, überlegen, wie sehe ich das denn besonders gut. Wir haben jetzt hier von Tableau diese Colorblind Colors genommen.